Mein Name ist Dirk Acklenz, bin Lehrer für Latein und Geschichte hier an der Königin-Luise-Schule in Köln. Also ich bin 2011 zum ersten Mal mit meinem damaligen Leistungskurs nach Auschwitz gefahren, war meine erste Begegnung. Für mich war das eine Erfahrung, die ich nie wieder vergessen werde. Schüler waren auch in völliger Auflösung, völligem Unverständnis, umdrängten mich da. Herr Acklenz, wie kann sowas passieren? Wie können Menschen das machen? Dann merkte ich selber, ich kann darauf keine mich selbst zufriedenstellende Antwort geben. Und davon ausgehend habe ich dann gedacht, ich muss das anders angehen. Denn auch das habe ich in Auschwitz gemerkt, wenn wir irgendwas in den Wolken unterrichten, Nationalsozialismus in Berlin, alles nur in Büchern, auf alten Fotos, das wirkt nicht. Man muss das an sich selber merken. Und wenn wir uns den ansehen am Beispiel unserer Schule, wie die Dinge da gelaufen sind, um die Größenordnung einzuschätzen, es haben bestimmt 500 jüdische Mädchen diese Schule besucht, denn es ist die älteste städtische Mädchenschule in Köln ab 1871, dann haben Schüler sofort eine persönliche Verbindung, einen persönlichen Bezug. Ihre Schule, ihre Straße, ihre Mitschüler, wenn auch vor 100 Jahren, ihre Altersgenossen. Und dann finden sich bis jetzt immer so um die 20 Schüler, die diesen Projektkurs wählen wollen. I get an email from a girl called Sarah Stauber. She said, I'm from the Königin Luise Schule. We are interested in finding out what happened to the Jewish girls who went to our school. To drei Dinge, small biography. What can you tell me about your mother? Dann kam aber tatsächlich nach einigen Tagen eine seitenlange Mail. Also ich habe es irgendwann mal in Word kopiert. Es waren, glaube ich, 3 oder 4 Seiten. Und ja, Gunther war total freudig eigentlich, dass ich mich gemeldet habe und dass wir da an der Geschichte seiner Mutter so interessiert sind. Und habe dann auch ja natürlich den Kontakt dann immer weiter ausgebaut, bis wir ihn dann auch irgendwann treffen konnten, endlich in Köln, als er dann bei einer Veranstaltung da war. Und das war direkt total herzlich. Also er hat uns direkt in den Arm genommen und hat sich so gefreut, das mit uns teilen zu können und dass wir uns da so viel Mühe geben. I then went to school, I met the headmistress and I met the teacher, Dirk Erkelenz. And then I found out that more children yeah, in the school, two, were after writing biographies of all the Jewish girls which went to the school. Dass überhaupt erstmal die Biografie erforscht wird, sodass ein Stolperstein verlegt werden kann. Das ist ja erstmal ein wissenschaftlicher Auftrag, der sozusagen erfüllt werden muss. Dann aber diesen doch emotionalen Aspekt der Stolpersteinverlegung und daran so viele Schülerinnen und Schüler zu beteiligen, die ja nicht gezwungen werden, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, sondern die haben ein Interesse daran ausgedrückt oder sind sogar Patenklassen. Ist für mich dann sozusagen der Startpunkt, dass die hoffentlich in ein paar Jahren vielleicht dann selber diese Biografien mit erforschen wollen. Denn wir haben noch mehrere jüdische Schülerinnen, die darauf warten, sozusagen von uns erforscht zu werden und für die wir gerne noch Stolpersteine verlegen möchten. What Dirk is doing and Dirk's students are doing is they're giving these students very at a perfect moment in their development, an opportunity to get hands-on with something that is impossible to understand. Engaging with it in this very present tense way gives them a capacity, it opens up something in themselves, and it builds this bridge with descendants that is so, not just from me, but all the descendants now that I've spoken with. It's a life, it's been life-changing for all of us. Die Person, die, um die es ja eigentlich irgendwie auch geht, stolz auf deine Arbeit, also zufrieden, sei mir zufrieden mit deiner Arbeit ist und dankbar für das ist, was du getan hast. Und das hat einen total glücklich gemacht und es gibt einem so ein ganz warmes Gefühl, weil man das Gefühl hat, man hat hier gerade wirklich was Gutes geschafft. Man hat was gemacht, was jemandem etwas bedeutet, was einem selbst etwas bedeutet. Und mit diesem Stein klar war, okay, wir haben hier jetzt wirklich was fertig. Die Biografie steht, der Stein liegt.
Wir haben es hier geschafft, an dieser Schule für immer an sie zu erinnern. This interest in that school or in Germany about Jewish life, keeping it alive, what happened, moves me deeply. It is a fantastic job that here is a history teacher, yeah, who gets into the history and keeps it alive. Und es bleibt etwas übrig. Und wenn er in 10 Jahren nochmal kommt, und mittlerweile kommen auch manche, um sich nochmal ihren Stolperstein anzusehen und sagen, das ist meiner. Also da habe ich dran gearbeitet. Oder in dem Gedenkbuch, meine Biografie ist da drin, das ist mein Werk.